Das ist ein sehr wichtiger Kanal. Das ist Twitch. Und jetzt könnt ihr euch verdient eine Dusche gönnen, am besten zu zweit, dann spart man Wasser und noch dazu kommt natürlich, dass ihr dann ein bisschen Netflix and Chill euch gönnen könnt. Auf einen schönen Muttertag. Sascha Huber, what the fuck? In diesem Sinne. Digga, ich werde nicht meine Mutter ficken. Ist Vin Diesel nicht gestorben? Bist du dann dein Vater? Damals? Ja. In diesem Video geht es darum, warum die große Masse der Menschen immer völlig verblödet sein wird. Glaubst du nicht, dass er dich auseinandernehmen würde? Tommy. Beim Boxen würde ich Sascha auseinandernehmen. Boah, ist die süß, oder? Aber die hat bestimmt einen miesen rechten Haken. Entweder das oder die ist halt wieder unter 18 und ich komme dafür wieder in den Knast, Alter. Das kann natürlich sein. Allein für die Aussage ist es wahrscheinlich jetzt schon wieder so, dass ich da wieder Probleme bekomme. Chat, wie alt? 16, perfekt, ich lasse es. Super! Aber Sascha kann mich natürlich gerne mal bei anderen Aktivitäten auseinandernehmen. Aha! Warum fucking Sascha? Ja, guck ihn dir doch an. Digga, erst so ist doch Mitternacht für heute schon die Test. Rapper, bitte, das ist was? Halt. Digga, ich versteh's nicht, guck mal. Ich bin ja extrem gut aussehend, ne? Wichser, Alter, komm, Scheiße. Scheiße! Ich dachte, die Geschichte geht noch weiter. Wollte ich nicht unterbrechen. Nein. Hey! Kaya, sag mir ehrlich, wenn du in deinem Bett chillst... Bei Gott, Bro, wenn ich mich im... Vielleicht ist es wie mit der Liebe. Was ist das? Ist es derselbe? Eins und eins mehr ergibt als zwei. Hä? Das ist keine Werbung gewesen, du wirst einfach gerade... Halt's Maul! Och, Junge! Digga, es wird immer, immer dreister! Dieser Wichser wird immer dreister! Ey, fick dich! Spiegel anschaue, ne? Ich finde... Aber es ist doch derselbe! Was? Das ist doch derselbe, der links da. Der gleiche. Ich sag dir ehrlich, ich finde mich fresh. Bro, zum Beispiel. Ich warte in der Dunkelheit. Was ist das denn? Das ist doch hier dieses. There's a way together. Digimon ist es, oder falsch. Nicht? Falsch. Ich mein. Was ist das denn? Aber lass es. Was hat Leonardo da Vinci gemacht, dass der gemalt wurde da? Ja, der war Schauspieler. Dave? Das weiß man doch. Dave? Leonardo da Vinci war, glaube ich, Feuerspucker, oder? Ja, doch. Ja, Fakir, ja. Genau. Und Cocksucker. Der war der beste Cocksucker im 17. Jahrhundert. Ja, weil der Schwertschlucken so gut konnte. Hat actually am besten Head gegeben. Leonardo da Vincis Headgame war on fleek. Richtig. Und jetzt ist tatsächlich der nächste Big Rising Star Papa Platte. Das ist der beste Cocksucker momentan. Ja, ja. Oh, kennst Wahnsinn. Ich bin gespannt, wann die Gemälde stattfinden. Alter, klar, Papa Platte und BSDM King war da Vinci. Das stimmt auch, das stimmt auch. Übrigens, nur, dass ihr es wisst an der Stelle, Chat, Kevin, nach wie vor, er hat eine Freundin und kifft jeden Tag Bong, ne? Das wollen wir an der Stelle nochmal klarstellen. Es wäre geil, hätte er das so ein PR-Package gemacht, dass es halt auch so richtig professionell aussieht. Ich putze mir kurz die Zähne, Männer. Mut gemacht, in der Hoffnung, dass sie direkt nur aufs Geld schauen und... Chillig. Stuntman. Scheiße, ich hab keine Hose an. Och nein, Moji. Was jetzt? Oh nein. Ey, komm. Sag mal Pegasus, aber mit dem P ein M, Megasus. Ach, Junge. Ja, funny joke. Jetzt müsste dieser TikTok-Moment einsetzen, wo der so lachend rumläuft. Was man machen müsste, wäre gegebenenfalls, wir haben also keine Bakterien oder Pilze in den üblichen Formen gefunden, man müsste eventuell den Urin nochmal auf spezielle Erreger untersuchen. Es gibt spezielle Erreger, die werden nicht mit der normalen Urinanalyse festgestellt. Das sind zum Beispiel, die kennen alle sehr, sehr berühmt, die Chlamydien, die den Frauen ja furchtbaren Ärger machen, weil sie so hart. Aber bei dem. Was sind Komödien? Was sind Komödien? Komödien ist das, ist so alles, was Mario Barth nicht macht. Ich bin nicht 28, hör auf, was zu schreiben. Schön Wetter. Das ist Köpenick, Rolle, oder? Hier in Köpenick. Da steht da. Der Aussicht. Alter, Junge. Digga, ich bin so gut. What the fuck? Oh ja, okay, das steht doch da. Ja, moin. Perfekt. Kevin? Ja, aber lesen kann er. Taylor Javokes? Was ist das denn? Ist das klug? Was ich gerade mache? Mhm. Ja. Ah.
chillig. Entspannt. Nee, chillig, chillig, chillig. Nee, chillig. Nee, finde ich gut, finde ich gut. Leute, das kennen. War der erste Teil von Heide. Oh mein Gott, bitte sag mir, der zweite Teil ist schon live, sonst bin ich so mad. Oh mein Gott. Mann, Dicker, das ist wie so ein TikTok, Bro. Teil 2 Videos sind so kacke. Like für Part 2. Marvin Skincare Cream Part 2. Oh, ist der jetzt auf YouTube draußen? Kevin, du bist so ein Opfer. Nicht erschrecken. Okay, got you. Hey, das bist du? Mann, Junge, ich sag sogar got you. Und das, yo, Rebi, ich hab was Geiles gemacht. Schau, da ist safe nice. Digga, ich mach's auf jeden Fall nicht auf, ohne dass man's... Das war so laut, Digga. Fuck! Aber eigentlich wollte ich heute den Stream schon früher anspeisen, Digga. Hatte ich auch Bock drauf. Mhm. Mittags steht besser als abends, meiner Meinung nach. Bilal, dich hat aber niemand nach deiner Meinung gefragt. Schade einfach. Der sagt einfach nur, Bro, ich feier, was du machst. Ich finde dein Content übernice. Ja, aber fick dich ins Knie. Ich hab deine Mutter gefickt. Bilal hat übrigens letzten Monat 500 Euro und wurde mit einem Danke-Digi abgespeist. Dachte, wir sind so, fragt Bilal. Ja, denken wir ja noch nie so deine Stärke, Bruder. Ach du Scheiße, der Arme. Friends will be friends. Ist das ein Eichhörnchen? Was ist das? Ein Erdmann, oder? Erdmann wahrscheinlich, oder? Ja, klar, ist ja ein Erdmann. Der ist ja schon ausgewachsen. Ist ja nur einer. Ja, und ausgewachsen. Ist ja auch nur einer. Erdmännchen sind die kleinen, Erdmann ist der große. So. Ganz genau. Erdmann. Was ist das? Biber? Keine Ahnung. Biber könnte No-Joke sein, oder? Aber ist Erdmännchen, glaube ich, ne? Und Känguru. Wann hat Bubi Lia Bubi kennengelernt? Relativ schnell. Ja. Und die mögen sich sehr, gell? Ja. Die mögen sich sehr. Sie macht auch gut die Windeln, wenn er groß gemacht hat. Oh. Das sind die Gedanken. Knossi sieht aus wie das Pepega-Emote. Guck mal, Chat. Knossi sieht einfach aus wie das Pepega-Emote gerade. Guck mal. Könnt ihr alle mal Pepega in den Chat spammen? Seht ihr es, Chat? Er sieht genauso aus. Tatsächlich. Er sieht genauso aus. Knossi ist das fucking Pepega-Emote. What the fuck? Wie kann man so viele Drogen nehmen und Alkohol trinken, dass man so aussieht, Jens Knossalla? Amena, komm, ich komme in dein blödes Mittelalter-Camp und wenn du mich reinzauberst, so ein Ding. Auf jeden Fall. Make it an emote. We do. Ja, morgen auf Better Twitch TV. Geil. Da macht... Wie kannst du das nicht, Schatz? Muss ja nicht dran riechen. Und jetzt, wo er Fleisch isst. Dein Kind ist nicht vegan, Mörder. Ich wollte gerade eher mal fragen, wie alt ist denn das Kind? Jetzt pass auf, es kommt raus, der ist 14. 26. Genau. Aber das hat halt, also das kann halt noch nicht alleine auf Klo gehen, weil es halt das Kind von Knossi ist. Ne? Das scheißt sich, das hat halt immer noch Windeln an. Guck mal, der heult gleich. Ja, natürlich ist mein Kind, aber... Overacting, ey. Mein Kind muss doch nicht scheißen. Ja, doch, ja so nämlich. Ein Kind muss im Regelfall scheißen, Digga. Also es gibt ja jedes? Auch wirklich... Jedes? Eigentlich würde ich fast schon sagen, jeder Mensch scheißt und jeder Mensch... Ich sag immer, jeder Mensch scheißt und jeder Mensch wichst. Das ne? Stimmt. Oder? Manchmal auch gleichzeitig. Manchmal, des Öfteren sitze ich auf der Toilette und scheiße. Wenn du schon mal hier bist? Und dann ist es so geil, dann direkt an der Prostata rutscht vorbei, dann ziehe ich nochmal hoch und dann wichse ich einfach. Mm. Oder? Du auch? Zeitersparnis. Ja, genau. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Na klar. Die Kranke sind krank. Noch nicht drauf gekommen. Auf was? Ich bin schon drauf gekommen, doch. Ja, ja. Sachen, wo Menschen drauf stehen oder Frauen und Männer, ne? Also ich stehe ja auf einiges, aber mir ins Gesicht furzen lassen von einer Frau würde ich, glaube ich, nicht enjoyen. aber nochmal drüber nachdenken. Weißt du? Da würde ich an der Stelle auch sagen, bin ich raus. Eine Frau, die furzt, ist cool. Eine Frau, die ins Gesicht furzt, ist nicht cool. Mhm. Oder? Ich bei dir. Ist ein Statement. Ja, also ist ein vertretbares Statement. Oh, UFO 361. UFO 361 hat uns nun lange auf die Folter gespannt. Angeblich hat UFO einen neuen Rapper gesigned. Bislang ist nicht so viel von ihm bekannt. Ähnlichkeit ist da. Ja, das stimmt. Nur, dass Kevin deutlich mehr Drogen nimmt als UFO. Also ist das so, ja? Ja, Kevin nimmt alles. Kevin nimmt Benzos. Kifft sau viel, hat unglaublich viel ungeschützten Geschlechtsverkehr, gibt einen Scheiß auf irgendwelche Ausgangssperren oder sowas. Kevin ist einfach ein Bad Boy. Kevin ist einfach ein fucking Bad Boy, no joke. Krass. Jeder Junge in Köln möchte sein wie Kevin in Berlin. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie Kevin. Wenn ich mal Drogen nehme, will ich so drauf sein wie Kevin. Cool. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Aber so tanzen nach Corona alle.
Ich schon vorher. So viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, dann stehst du immer hinter dem DJ-Pult oder was? Hä? Dann stehst du immer hinter dem DJ-Pult. Genau, genau. Man sieht es aber halt nicht. Ja, ja. Revi, kennst du Michael Schmelzer? Ja, der war in meiner Klasse und der arbeitet jetzt beim Finanzamt. Und der Wichser soll nicht immer mein Konto öffnen, weil sonst rufe ich irgendwann bei seinem Vorgesetzten an. Und dann wird er rausgeworfen. Also abonniere kein Konzept oder Big Mac Bun den Weg. Wieso guckt er auf dein Konto? Was? Damit er guckt, ob alle Zahlen noch in Taschenrechner passen. Genau, genau.